Die Ergebnisse des G20-Gipfels in Buenos Aires möchte ich einordnen mit unserem Studiogast. Hubert Zimmermann ist bei mir, Politikwissenschaftler der Universität in Marburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Zimmermann, was hat der Gipfel gebracht? Ja, immerhin zuerst mal eine Erklärung. Ja. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Es gab ja schon vorher G7-Gipfel ohne Erklärung. Also, aber es steht leider nicht wahnsinnig viel drin. Also es ist immerhin noch ein Bekenntnis zu einer einigermaßen Gesprächsbereitschaft, zur multilateralen Einigung und zum G20, zu G20 als Format. Aber präzise Ergebnisse, und das konnte man eigentlich aber auch nicht erwarten, viel Präzises steht eben nicht drin. Ein großes Thema war der neuerliche Konflikt in der Ukraine. Da hat es heute ein bilaterales Gespräch gegeben mit der Kanzlerin und Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Eigentlich auch ein Gespräch, was ergebnislos geblieben ist. Beide sind auf ihren Standpunkten geblieben. Glauben Sie, dass ein Vierergespräch im Normandie-Format, was ja jetzt angestrebt wird, mehr Ergebnisse bringt? Ja, ist durchaus möglich, weil es ja schon vorher in der Ukraine-Krise dieses Format ja mehr oder weniger gut eben geschafft hat, einen Waffenstillstand und die Krise einigermaßen in den Griff zu bekommen. Also es ist durchaus möglich, dass wenn man jetzt miteinander redet, dass es dann zu einer Entspannung der Situation kommt. Die Eskalation hängt immer ganz davon ab, was die russischen Interessen dabei sind. Aber zum Beispiel an dieser Vereinbarung sieht man halt, ja, die Vorteile der G20 ist, dass es halt sehr viele bilaterale Gespräche von Staaten, Lenkern und Lenkerinnen gibt, die sich eben sonst nicht so intensiv und so konzentriert treffen. Gespräche gibt es, die sind auch gut. Jetzt gibt es natürlich auch Befürworter, die sagen, Deutschland oder Europa müsse auch mal einen Punkt setzen gegenüber Russland. Wie ist da Ihre Meinung? Ja, es ist eben schwierig, einen Punkt zu setzen gegenüber Russland. Also man hat ja schon die Sanktionen, also auch verlängert werden. Genau, die dadurch natürlich jetzt durch die neue Eskalation werden diese Sanktionen natürlich nicht wieder abgeschafft. Das ist relativ klar. Russland hat aber auch deutlich gemacht, dass es von diesen Sanktionen sich nicht beeinflussen lassen wird. Und insofern ist eben die Möglichkeit, auf Russland einzuwirken, relativ begrenzt in diesem Sinne. Ein Projekt, was jetzt im Zuge dieses Konflikts und vielleicht auch hinsichtlich einer möglichen Sanktion oder eines Punktsetzens gegenüber Russland wieder in den Fokus rückt, ist Nord Stream 2, die Erweiterung der Ölpipeline. Wie ist da Ihre Meinung? Sollte man diese Erweiterung vielleicht stoppen, auch als Signal gegenüber Russland? Ja, das wird man vermutlich nicht machen. Ich glaube ja auch nicht, dass es sehr sinnvoll ist. Man ist ja letztlich doch auch aufs russische Erdgas angewiesen. Und dadurch, dass man eben eine Möglichkeit hat, auf Russland auch wirtschaftlich einzuwirken, es ist ja ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, wäre es eben wahrscheinlich unklug, dass da jetzt hier auf Konfrontation zu gehen. Jetzt gibt es Beobachter, die sagen, es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Situation in der Ukraine vielleicht auch von der Regierung, von Poroschenko selbst vielleicht herbeigeführt wurde, provoziert wurde oder dass sie ihm zumindest irgendwie zu Pass käme, denn er hat das Kriegsrecht ausgerufen und damit entfallen Wahlen, die für den 23. Dezember angesetzt sind. Was sagen Sie zu dieser Theorie? Ist das wahrscheinlich, unwahrscheinlich? Ja, das ist natürlich immer Spekulation. Das ist praktisch bei all diesen Konflikten in Ukraine-Russland-Konflikt ist ja alles ganz voll von Verschwörungstheorien und möglichen Spekulationen. Natürlich kommt es einem Führer oder einem Staatspräsidenten, der eben unter Druck ist, immer zu Pass, wenn er eine Krise hat und dann das Volk um sich geschlossen hat. Ob er jetzt aber hier so etwas provoziert, was ja auch ganz leicht nach hinten losgehen kann, wenn das jetzt sozusagen einen neuen bewaffneten Konflikt sich entwickelt oder wenn die Konfrontationsstellung sich noch weiter ausdehnt, wenn jetzt die Unterstützung aus dem Westen für die Ukraine nicht so groß ist, wie man sich es vielleicht erwartet hat, aus anderen Gründen, dann kann das schnell nach hinten losgehen. Also ich glaube nicht, dass er so strategisch agiert, um die Wahlen zu gewinnen. Danke, Professor Zimmermann, für den Moment. Gerne.